So, da bin ich wieder und ja, weiter geht's mit Aspetra. Und ja, ich könnte da hochlaufen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe lieber besser in die Höhle rein. Mal sehen, was für neue Gegner es hier gibt. Was mich das Spiel beglückt mit Cave Slimes. Die 6 Schaden machen. Und die haben 85 Lebenspunkte. Der je geht, die geht. Ja, das sind irgendwie so Schnecken, würde ich sagen. Abgekürzt mit Slime. Cave Slime. Der Höhlenschleim. Nochmal Sch Höhlenschleim. Schleim mich nicht voll, du Schleimmonster. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg lang. Wenn nicht, dann müssen wir weit laufen. Es könnte sein, dass die Wege sich hier wieder verbunden haben. Oh, zwei Ausgänge. Nehmen wir jetzt mal den linken. Warte mal, da ist irgend so eine kleine Mini-Höhle gewesen da. Darf ich jetzt mal gucken? Gut, dass es nicht 5 Stück sind von denen, weil die machen vergleichsweise viel Schaden. Ich hoffe, es wird besser, sobald wir Magie haben. Brauche ich irgendwie Heilung? Noch ein bisschen. Ich habe hier noch mal eine Trial Size Health. Leider kriegt man die nur im ersten Dorf. Das heißt, da müssen wir ganz hin zurücklaufen. Dann laufe ich mal hier lang. Oh, da ist ein Brocken im Weg, den ich nicht wegkriege. Na toll. Red Guys. Nach Nice Guys gibt es jetzt Red Guys. Die 90 Lebenspunkte haben. Eieiei. Ja, da sind auch wieder so zerschmolzene Maskengesichter. Jetzt aber schon muskulöser. Auch wieder mit blauen Hosen. Na, wo immer die herkommen, was auch immer das für Viecher sind. Das gibt's hier halt. Ne? 30 Erfahrungspunkte. Und wir haben einen Levelaufstieg. 86 Lebenspunkte, 7 Mana-Punkte und unsere Verteidigung ist auch gestiegen. Sehr gut. Naja. Ich meine, das Positive an dem Rumlaufen ist ja, dass man eine Ausrede hat, hier zu grinden. Ich muss das tun. Aber sonst schafft man die stärkeren Gegner nicht mehr. Obwohl unsere Verteidigung nach oben gegangen ist, oh, nur 2 Schaden. Okay, die haben anscheinend auch eine höhere Varianz, diese Schleimmonster. Oder Schnecken oder was auch immer. So komischen Lippen. So, Varianz im Sinne von, die machen Schaden von 2 bis 6. Nach wie vor. Dann steige ich eine Stufe auf bei 383 Erfahrungspunkten, die ich noch brauche. Ja, das ist hier ein Schalter oder sowas. Den muss ich, glaube ich, auslösen. Aber da muss man erstmal hinkommen, ne? 7 Gold, 11 Erfahrungspunkte. Einen Moment mal. Oh, 3 Red Guys. Gut, den ersten habe ich weggeboxt. 7 Schaden, au. 5 Schaden, au. Ah, wir steigen schon bald wieder auf, also weiß mal sehen, was Light Heal jetzt noch bringt. Ah, es heilt uns immer noch voll auf. Also, oh, hier. Eine Goldmünze gefunden, na toll. Was soll mir das bringen, eine publique Goldmünze zu finden? Das war ja, das ist ja voll wenig. Da kriege ich ja mehr, wenn ich, da kriege ich genauso viel, wenn ich einen Irk besiege. Ich vermisse Irks. Ja, und die Sprites sind auch immer merkwürdig gestaltet, wie ich finde. Also diese Cave Slimes sehen irgendwie ganz anders aus als so Red Guys zum Beispiel. Als wären die Cave Slimes irgendwie generiert worden, oder als gäbe es einen Sprite und den haben sie einfach nur so reingepappt. Also diese hier. Die sehen ja so aus, als... Die sehen ganz anders aus, finde ich, von der Farbgestaltung auch, vom Design, als die Red Guys zum Beispiel, oder Irks oder Runamux. Jetzt hätten sie da irgend so eine Grafik im Internet gefunden und hätten noch ein bisschen modifiziert und dann einfach hier ins Spiel gebracht, während die anderen irgendwie mit Paint gezeichnet worden sind oder so. So, was mit dem Brocken ist ja jetzt weg. Nö, ist immer noch da. Also muss ich wohl irgendwie...
Ja, Schalter finden oder sowas. Tendrils. Igittigit, was sind das für Viecher? Gut, sie machen 4 Schaden. Ja, der Schaden ist immer gleich bei den Gegnern, habe ich das Gefühl. Das sind so grüne, dürre Schleimwesen mit Katanas. Ein bisschen japanisch angehaucht hier. 80 Lebenspunkte. Mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte ich dafür kriege. Ich die wegkloppe. 110 Schaden, jawohl. Ein kritischer Treffer. 24 Gold und 44. Also gibt jeder 11 Erfahrungspunkte. Das ist ja schön übersichtlich. Nächster Stufenaufstieg bei 239 brauche ich noch. Ja, das dauert ein bisschen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Also sage ich mal, müssen wir wahrscheinlich woanders lang. Ich glaube, der Weg in diese Höhle war nicht so schlau eigentlich. Da gibt es schlauere Menschen als mich. Aber woher soll man das wissen? Ich meine, es gibt keine Indikatoren dafür, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ne? Aber zumindest weiß ich, dass ich hier eigentlich hin müsste, sobald der Felsen da weg ist. Komm, mach kritischen Schaden. Komm, 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 komm. Jetzt habe ich ganz viele Attacken gebuffert. Mal sehen, wie lange das durchschlüpft. Ah, Miss. Du hast daneben gehauen, mein Freund. Mein Tendril-Freund. Ja, ich drücke eigentlich gar nichts mehr in diesem Moment. Das sind immer noch Attacken, die gebuffert sind von mir. Immer noch. Also, im Grunde ist das hier Autopilot jetzt gerade. Und ich kann auch nicht, wenn die kritischen Schaden gemacht hätten und mich so getötet hätten, dann wäre ich auch weg gewesen, ne? Weil ich gar nicht mehr zum Heilen gekommen wäre. Weil einfach die ganzen Attacken gebuffert sind. Was passiert hier? Nee, so viele Heiltränke wollte ich jetzt nicht einwerfen. Das ist das Problem an diesem Spiel, dieses Buffern. Einerseits ist es praktisch, andererseits ist es... Was seid ihr denn für Typen hier? Oh, verfehlende Typen. 60 Lebenspunkte, das ist gut. Die sind ja schwach. Bergsteiger mit Speeren. Und so komischen Kapuzen. Die sitzen irgendwie auf dem Boden. Oder im Berg. Pff. Aber sie machen verdammt wenig Schaden dafür. Verglichen mit Cave Slimes und Tendrils und den anderen Viechern, den Red Guys, die wir gesehen haben. Aber wir kriegen ganz gute Erfahrungspunkte dafür, dass sie so schwach sind. Ja, eine verschlossene Tür. Na gut. Opened. Ah, diese Tür müssen wir öffnen. Heard a noise somewhere. Okay, irgendwo gab es ein Geräusch. Ich denke mal, das wird jetzt hier... Ja, das wird der Schalter gewesen sein, den wir drücken mussten, um den Felsen wegzuballern. Und das hier ist ein Rock Beast. Sieht aus wie so eine kleine dödelige Echse. Ein bisschen dumm. 8 Erfahrungspunkte. Okay, hier sind die Gegner nicht so stark auf dieser Map. In der Höhle sind sie stärker. Rock Beaster. Steinbestien. Ja, 5 Mountaineers. Ach, der hat überlebt. So. Ja, da kann ich ja nicht so durchbuffern hier. Weil die sind so schwach und verfehlen mich sogar. Im Grunde heißt das ja, dass die keinen Schaden machen. Also wenn man so eine hohe Verteidigung hat, dann ist unsere Verteidigung größer als deren Schaden, den sie dann in dem Moment machen. Also wenn wir für 1 getroffen wären, dann heißt das, die haben eigentlich mehr Schaden gemacht. Aber es ist immer noch ein Schaden nur für uns. Weil wir so eine hohe Verteidigung schon haben. Okay. Dann weiß ich jetzt, was ich machen muss. Ist egal, wo wir jetzt lang gehen. Ich frage mich, warum machen sie das denn überhaupt, dass man hier verschiedene Wege gehen kann? Einfach nur, um die Leute zu verwirren? Oh Gott. 5 Slime Beasts. Slime Beast, Rock Beast. Ja. Ja, die Welt ist voll mit solchen komischen Monstern. Das ist das Schwert. Yay, wir können auswählen, wen wir schlagen wollen. Wir schlagen natürlich den, der sowieso schon angeschlagen ist. Man sieht es nur leider nicht mehr, wenn man einmal einen anderen ausgewählt hat, wer jetzt von diesen überhaupt der Verwundete ist und wer nicht. Diese Information wird einem da auch vorenthalten. Oder nicht? Oder kann ich das doch sehen? Na egal. Jetzt glaube ich sowieso nicht mehr, weil ich gebuffert habe.
Ja, noch kein Stufenaufstieg. Ah, bei der nächsten Stufe. Ich habe noch ein paar von meinen kleinen Tränken. Dann haben wir einen Stufenaufstieg und nicht zu viele einwerfen. Und dann wird ja sowieso meine Lebenspunkteanzahl wieder erhöht. Wird auf das aktuelle Level gebracht. Maximum. Auf das Maximum. Für das Maximum. Stirb! Stirb! Du auch. Ah, es wird knapp hier langsam, aber das kriegen wir noch hin. Da sollte es eigentlich einen Stufenaufstieg geben. Wenn nicht, dann werfe ich mir einen leichten Heiltrank ein. Die sind jetzt zum Glück nicht so teuer. Jawohl. 98 Lebenspunkte, 9 Mana-Punkte und unser Attack ist gestiegen. Und wir haben 98 volle Lebenspunkte. Okay, dann können wir jetzt an dem Felsen vorbei. Warum auch immer so ein Schalter so einen Felsen beseitigt hat. Die müssen wohl irgendwie gekoppelt gewesen sein. Wir haben ein Eisenschwert, ein Eisenschild und ein Eisenring. Als nächstes gibt es wahrscheinlich entweder Silberwaffen oder Schilde und dann Goldschilde. So wie das meistens ist. So ein Spiel. So ein simples Spiel. Viele Kämpfe, viele Kämpfe. Jawohl, der Felsen ist weg. Wir können weiter. Nach diesen Schleims. Immer noch keine Magie. Aber ich hoffe mal, die Story wird mich dahin führen, dass ich meine erste Magie bald kriege. Ich könnte wohl was gebrauchen. Und ich könnte es auch einsetzen. Ich habe ja 9 Mana-Punkte jetzt. Nein, meine Trial-Size Heals. Ich wünschte mir einen Teleporterspruch, dass ich mich in die Dörfer zurück teleportieren könnte. Okay, weiter geht's. Da muss ich nicht diese ganzen Laufwege machen. Das Problem bei diesen Laufwegen ist ja auch, dass... Bite. Ich weiß gar nicht, was es Vergiftungsstatus gibt. Das wäre natürlich schlecht, weil ich habe gar keine Anti-Gift-Geschichte. Spinnen sind auch kein Problem mehr. Das Schädelspinnen. Schon wieder 2 Stück. Ne, beit. Ja, beiß mich doch. Für 2 Schaden. Oh mein Gott, 2 Schadenspunkte. Nein, ich sterbe. Ich bin am Ende. Oh, 16 Erfahrungspunkte. Das ist doch Pille-Palle. Oh, eine Brücke. Neue Sprites. Ja, ich kann auch nur hier laufen. Ein paar Löcher in der Brücke. Aber ist wohl normal. Oh, 5 Spinnen haben mich am Ende der Brücke erwartet. Verfehlen mich aber auch teilweise. Sehr gut. Lasst doch eure komischen Beißattacken. Nam 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 nam. Macht einfach nur normale Attacken, das geht schneller. Duh. So nicht. Zack. Ich finde immer diese Animation cool, wenn er zuschlägt. So, zack. Das hat was. 130 Schaden, jawohl. Ein kritischer Treffer muss da noch sein. Wenn ich nur weglaufen würde, dann aber auch nur wegen hier, nicht wegen Rockbeasts,
sondern wegen, weil die Kämpfe einfach zu langwierig sind und mir nicht so viel bringen wie andere Kämpfe. Du, Mützenmann rennt herum in der Wildnis, la 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 la. Jawohl. Jawohl. Nee, leider nicht. Oh. Aber gleich einen zweiten Angriff dahinter. Ich bin schon ein bisschen schneller geworden. Aber Geschwindigkeit gibt es in dem Spiel eigentlich gar nicht. Und da frage ich mich, ob die alle gleich langsam sind. Im ganzen Spiel. Was suchen wir? Den Kristall. Und wir werden gleich zu Anfang von Cave Slimes begrüßt. Zumindest haben Cave Slimes keine langwierigen Animationen mit ihren Attacken. Oder ich werde generell schneller, je höheres Level ich habe. Mir kommt das vor, als würde der Balken sich schneller laden, aber das könnte auch nur meine Irritation sein. Oh, da bin ich jetzt. Mal wieder zwei Wege. Ich gehe mal den längeren Weg hier, oder den breiteren. Tendrils sind auch in Ordnung. Attacken sind raus. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass meine Lebenspunkte zu niedrig werden. Und das sollte eigentlich noch passen, glaube ich. Gerade so. Ah, ich sollte vielleicht mal speichern wieder. Ja, das passt. Je weniger das werden, desto... Oh, kritischer Treffer. Desto weniger gefährlich wird das natürlich alles. Ah, es hat 50 geheilt. Okay, gut, dass wir das auch mal erfahren. Also Light Heal heilt 50 Lebenspunkte. Wieder zwei Ausgänge, ich nehme mal den ersten hier. Ah, wieder ein Schalter. Und ein Red Guy stellt sich uns in den Weg. Erfahrungspunkte. 100 Goldmünzen haben wir gefunden und den Schalter, das war ja was anderes, genau. Na gut, nach einer Goldmünze haben wir jetzt 100 Goldmünzen gefunden. Na, es sind ein paar Heiltränke dann drin für uns. Cave Slimes. Gegner unterscheiden sich dann nur durch Lebenspunkte, den Schaden, den sie machen und vielleicht durch ihre Verteidigung? Vielleicht. Und ihre Spezialattacken, die sie eventuell haben. Ich meine, dieser Wegmog hatte ja zumindest auch Magie. Magie, die wir auch irgendwann mal lernen können. Zack, zack. Weg ist er. Ah, hier ist ein Schalter. Gut. Der wird gedrückt. Heard a noise nearby. Okay. Irgendwas ist passiert. Ich weiß zwar noch nicht wo und was, aber ich glaube, ich bin dann instinktiv den richtigen Weg gegangen von den beiden. Ich hätte gehen können. Instinktiv, respektive ich hatte einfach Glück. Die Gegner droppen auch nicht wirklich irgendwelche Gegenstände. Wäre cool, wenn sie irgendwelche Heiltränke droppen würden, ne? Da könnte ich mich ein bisschen länger am Leben erhalten. Oder müsste nicht irgendwann zurücklaufen. Und ständig flüchten vor allen Gegnern. Das wäre ein härterer Kampf. 8 Schaden. 6 Schaden. Ah, das ist natürlich... Ja, man verliert auf jeden Fall mehr Lebenspunkte, wenn das so mehrere Leute sind, weil die alle auf einen draufhauen. Und bevor man die weggehauen hat, dürfen sie noch ein paar Mal auf mich drauflatzen.
Ist natürlich nicht so fein. Oh. Okay, ich werde mir mal hier einen Light Heal einwerfen. Wenn ich in diesem Auswahlmenü bin, dann greifen die Gegner mich nicht an. Aber in diesem ersten Menü sozusagen, da werde ich angegriffen. Wenn ich mir zu lange Zeit lasse. Das muss man alles kalkulieren. Ja, und so langsam wird es ein bisschen kritischer im Sinne davon, dass ich auch Heiltränke im Kampf einwerfen muss. Ich hoffe, das reicht alles für dieses Level hier. Ich habe ja noch 21. Nur 2 Schaden. Das war schwach. Aber dann kommen auch wieder 5 Schaden. Ah, ich kann mich hier so durchbuffern, glaube ich. Bufferman is back. Ich bin der Buffermann. Weil ich buffern kann. Buffer. Ich mache wieder nichts. Das, oh, okay. Da war der Buffer zu Ende. Ja, ein paar leichte Heiltränke. Falls ich wieder auf 5 Red Guys treffe oder 5 Tendrils. Oder 5 Cave Slimes. Oh, was haben wir da denn? Das sieht nach Geld aus. Das gefällt mir. Oder Gold oder irgendwie sowas. Ist auch wieder ein Endboss. Ein kritischer Treffer. Hätte ich beim ersten Mal schon gebrauchen können, aber kann ich leider nicht beeinflussen. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich mir einen Heiltrank angeworfen? Hä? Das war irgendwie merkwürdig. Ah ne, ich habe eine Nach-Oben-Taste gebuffert. Ja. Kann ich nur den Angriffsbutton buffern, man buffert auch hier nach oben und nach unten Tasten, also da muss man auch noch aufpassen. Oder man könnte schon, wenn man weiß, wo die einzelnen Buttons sind, könnte man auch schon Heiltränke buffern. Hier wird viel gebuffert im Spiel. Buffer hier, Buffer da. Und wir haben einen Levelaufstieg, sehr gut. 111 Lebenspunkte und unsere Verteidigung ist auch gestiegen. Lebenspunkte haben wir auch wieder gekriegt. Okay, ein mysteriöser Kristall. Da müssen wir wohl hin. Das ist ja wohl. Das ist der Kristall, den hier unser Diebesfreund aus, wie ist der Ort jetzt? Wimpton oder was? Wilton? Verloren hat. Hat ja gesagt, er ist nicht weit gekommen, aber ganz ehrlich, er ist ziemlich weit gekommen, muss ich sagen. Finde ich zumindest. Das hätte er gleich am Anfang verlieren können, dann müsste ich nicht so weit laufen. Ne? Und hier ist der Felsen. Ah, hier wäre dann die Blockade gewesen. Das wäre natürlich nervig gewesen. 5 Red Guys. Sie bewachen den Kristall anscheinend. Na, nicht wirklich, das ist einfach zufällig jetzt hier. So, ich achte ein bisschen auf meine Lebenspunkte. Aber es geht wohl. Da buffere ich mich so durch. Attack, attack, attack! Red Guys! Gelbe Gesichter auf rotem Körper. Light Heal. So, und speichern soll ich vielleicht mal wieder. Yep. Ich befürchte, es wird einen Kampf geben. Was ist hier denn? Das kann ich nicht anwählen. Picked up the crystal! Wir haben den Kristall, yay! Du nimmst, was mir gehört, sagt eine Stimme. Wer ist denn da? Zeig dich! Sehr gerne! Es ist Cave Doruga. Dorgua. Cave Dorgua. Ja, so ein gehörntes Monster mit abgehackten Händen anscheinend. Oder Baumstumpfhänden. Es hat ein Horn. Und entweder ein oder zwei Augen. Oh, macht 12 Schaden. Das ist natürlich ein bisschen viel mehr, als bisher zu sehen war.
Kühlschrank einwerfen. Mal sehen, wie viel der ab kann. Dum. 140 Schaden. Ja, kritischer Treffer. Sehr gut. Und Cave Dorgua ist besiegt. 700 Goldmünzen und 350 Erfahrungspunkte. Leider kein Stufenaufstieg. Wir kehren zurück nach Wilmon. Ah, da muss ich den ganzen Laufweg hier auch noch machen. Haben wir jetzt den Kristall im Inventar? Sentry's Crystal, ja. Okay. Halten wir uns mal wieder. Ja, wir übernachten hier eine Runde. Wird billiger sein, als hier mir Heiltränke einzupfeifen. Aber ich kann trotzdem welche kaufen. Bam, badam, 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 bam, bam. 25 kosten die. Und es ist 2013. Ich kaufe mal 34. Goodbye. Hast du was Neues im Angebot, Meister? Nein, immer noch dasselbe. Okay, Sheep Sword. Ist alles 0 Gold, dafür kriege ich kein Geld, dass ich das Zeug hier verkaufe. Ich dachte, vielleicht in Wilmon kaufen sie es mir für Geld ab. Aber die wissen auch, dass es alles billig Kram ist. Welcome to Wilmon. Ja. Das ist der Einzige, der draußen rumläuft. Okay, gehen wir zu unserem Freund hier. Mal sehen, was er dazu sagt. Dass wir seinen Kristall wiedergefunden haben. Bei den, wie hießen sie nochmal? Wilkinsons? Na, egal. Das sind nicht die Smiths. Stop attracting attention to me. Hör auf, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ja, tue ich. Denn ich gehe jetzt hin zu dem Camp. Und werde dort durchmarschieren. Tschüss. Tja, das ist Wilmon. Das ist einfach so ein Bereich, in dem keine Kämpfe sind und auch keine Leute und keine Shops und gar nichts. Nur ein Felsen liegt hier rum. Und das Gras bewegt sich. So ein Entspannungsbereich hier sozusagen. Hier kann man sich entspannen. Data has been saved. Oh, wer bist du denn? Ein Botschafter. GBF, bitte, du musst uns helfen! Beck Alam, ach, unser erstes Dorf, wird angegriffen von den Soldaten. Oh nein, Rammel! Oh, schön, dass wir dahin teleportiert werden. Aber traurige Musik spielt. Oh nein, kommen wir zu spät oder was? Oh nein, die Toten liegen auf dem Boden. Keiner mehr da, der sie beerdigen kann anscheinend. Oh nein, nicht der Waffenladen. Er hatte die besten, billigsten Waffen. Und es brennt. Oh, auch der Trankladen brennt. Das waren wohl Zwillinge. Blondbärtige Männer. Ein schwarzhaariger Mann. Oder Frau. Ich glaube, alle Frauen sind auch Blondinen hier. Ah, da sehen wir eine. Nein, nicht Beck Alam. Nicht unser super Dorf. Der Gasthof brennt auch. Ich kann nicht mehr umsonst übernachten. Oh nein, Rammel! Er hat ein Schwert im Rücken stecken und er blutet alles voll. Rammel! Die Actionmusik spielt wieder. Jetzt läuft er ein bisschen schneller und jetzt wieder langsamer. Vielleicht muss ich mal die Framezahl erhöhen. Momentan spiele ich mit CPU-Zyklen 3000. No! Nein!
Nicht mein Superfreund Ramel. GBF. Wer hat dir das angetan? Die Soldaten. Sie haben alles zerstört. Geschlachtet. Großmutter. Ramel. Ramel! Ruhe in Frieden, mein Freund. Dein Tod war nicht umsonst. Nun werden sie bezahlen. Ja, und so geht der Kampf los hier. Der Rachekampf für Back-Lan. Und sie verfehlen mich alle. Ich bin wesentlich stärker als all diese Typen hier. Inzwischen. Ich habe das Eisenschwert. Und sie verfehlen mich alle, das heißt, die machen überhaupt keinen Schaden mehr. Ich kann sie so wegbolzen, ohne dass mir irgendwas passiert. Wir sind voll mit der Power und da platzen sie alle bluten rum. Ja, die verfehlen mich alle. Ich bin zu stark. Das sind gar noch nicht mal Mad Sentries, das sind einfach nur normale Sentries. Und wieder vier. Es sterben auch vier in der Grafik. Es sind auch wieder vier, die dann auch wieder sterben dürfen. Wir schlachten gerade das ganze Camp ab. Stück. Ah, jetzt kommt einer noch mal von hinten. Vier, die um mich rumstehen. Ein epischer Kampf. Ja, vier Stück auf einen Streich. Ich drehe mich einmal quasi mit der Wirbelklingenattacke einmal um mich rum. Wenn es das gäbe. Mit der Magie kann man mehrere Gegner gleichzeitig angreifen, aber die habe ich ja noch nicht. Aber vielleicht auch mit Waffen? So, fehlt ja eigentlich bloß noch einer. Der Tyrer himself. Oh nein, er hat den Ältesten geschlachtet. Nun, GBF, endlich treffen wir uns wieder. Was hast du dem Altältesten angetan? Keine Sorge, Junge. Er hat dasselbe Schicksal erlitten wie du jetzt. Okay, werden wir sehen, Mr. Tyrer. Oh, ist jetzt. Er ist Commander. Er macht 10 Schaden. Ah, hat sich ein bisschen aufgemotzt. Ein bisschen sehr. Tja, mal sehen, ob du das schaffen wirst, Tyrer-Man. Ich werfe mir mal einen Heiltrank ein. Wenn ich nur ein paar kritische Treffer machen würde, wäre es cool. Jawohl, erledigt auch so. Und das war Commander. 700 Goldmünzen und 360 Erfahrungspunkte. Ein Stufenaufstieg. 125 Lebenspunkte, 15 Mana-Punkte und unsere Attacke ist gestiegen. Endlich ist er tot. Oh nein, Ältester. Wir waren so gute Freunde. Die Bodies sagen nichts mehr. Ich glaube sogar, dass ich jetzt nicht mehr hier rauskomme, oder? Ne, da ist einer, der blockiert auf jeden Fall den Ausgang hier. Mit seiner Leiche. Vielleicht von der anderen Seite? Durch die Zelte kann ich ja so durchmarschieren. Es ist möglich, dass ich jetzt diesen Bereich für mich abgeklemmt habe. Dass ich nicht mehr nach Back-A-Lam zurückkehren kann. Aber, nee, es geht nicht. Tja, dieses Ding hier ist im Weg, dieser Turm. Na gut, falls es da irgendwas gab, ich werde es nicht mehr finden. Tja, das Einzige, was ich machen kann, ist einfach durchmarschieren jetzt. Durch die Höhle und einen anderen Ausgang zu finden. Goldratten.
Tja, ich muss jetzt einen anderen Weg hier durchfinden. Failed. Oh. Deren Attacke ist sogar fehlgeschlagen, deren Special-Angriff. So, wo kann ich jetzt noch lang gehen? Ich meine, es gab doch einen Bereich... Jetzt kämpfe ich gegen Gegner, für die ich viel zu stark bin inzwischen schon. Es gibt doch einen Bereich, wo... es entweder nicht weiterging oder den ich noch nicht erkundet habe. Oh, nice guys. Auch keine Gefahr mehr. Eigentlich nur. Am besten könnte ich fast weglaufen vor denen, weil die bringen mir so wenig. Das lohnt sich schon gar nicht mehr. Okay, ich gehe mal wieder hier lang. Ich glaube, da war nämlich ein Pfad, den ich nicht gegangen bin. Im Camp gab es irgendwas. Oder habe ich das nur übersehen? Irgendein Tor. Und dann gehe ich jetzt natürlich total falsch. Ich glaube, hier bin ich noch nicht lang gegangen. Ah ja, hier ist das Tor. Und wir halten den Kristall hoch. Und das Tor öffnet sich.